Ja, ruhig weitermachen, dann nehmen wir mal ein bisschen Leute mit. Halt. Geschenk. Der hat sich versteckt. Alles klar. Die Menschen, alles klar. Die sich nicht gewonnen zu geben, die friedlich dem
demonstrieren wollen, die nicht an einen Banner in der Fahne. Hier ist eigentlich voll. Dieser Bereich ist voll. Wir dürfen hier keine Leute mehr reinlassen, weil sonst die 1,50 Meter nicht mehr eingehalten werden. Hat da eure 5.000 zusammen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. 5.000? Das sind unter 1.000. Ja, ja, klar. Ja, ja, ich bin auch voll der Meinung. Also, ich mache nur eine Null hinter. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen was tun, Freunde. Bewegt eure Ärsche. Nee, wir sind ja auch nur Ordner. Wir sind ja aus Berlin. Nee, hier vorne ist voll dieser Bereich. Genau. Prima. Besser geht's. Wir haben auch schönes Wetter. Was? Mega. Erst gedacht, mach ich. 20 Grad. Ich hab mich schon mal angezogen. Ich hab mich schon mal angezogen. Ich bin auch gut vor. Das ist erst, was diesen Winter einen langen Unterfahren macht. Also nicht, weil ich im Radsport lebe. Diese Durchsage richtet sich an alle Personen hier auf dem hannoverschen Schützenplatz. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Aus diesem Grund gilt für alle Personen, halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Meter zueinander, es sei denn, Sie kommen aus einem gemeinsamen Hausstand. Des Weiteren darf ich darauf hinweisen, mit Beginn der Versammlung beginnt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Hier eine medizinische Maske oder eine sogenannte FFP2-Maske. Ende der Durchsage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Chef des Betriebskrankenkassenverbandes kritisiert Merkel. Im Kanzleramt herrscht Bunkermentalität. BKK-Chef Franz Knieps wirft der Bundesregierung völliges Unverständnis im Umgang mit der Pandemie vor. Statt diese als eine Epidemie der Alten zu behandeln, werden Lockdowns aneinandergereiht, die die Älteren nicht schützen und Kinder und Jugendliche ihrer Würde beraubt. Und weiter: Ich habe Merkel mitteilen lassen, dass wir Bürger seien, keine Untertanen. Franz Knieps, Vorsitzender des BKK-Dachverbandes, äußert in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, deutliche Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung. Er wirft ihr massive Fehler beim Schutz der Bevölkerung vor. Statt die gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen, werden Lockdowns aneinandergereiht, die für große Teile der Bevölkerung wirkungslos seien und heftige Kollateralschäden verursachten. Knieps gilt nach Angaben des RND als einer der profundesten Kenner des deutschen Gesundheitswesens. Er war zwischen 2003 und 2009 Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium unter Ulla Schmidt, SPD, die im Kabinett von Gerhard Schröder, SPD, und dann in der ersten großen Koalition von Angela Merkel arbeitete. Zusammen mit einer Wissenschaftlergruppe um den ehemaligen Gesundheitsweisen Professor Matthias Schrappe gab Knieps 7 Thesenpapiere heraus, in denen die Corona-Politik von Bund und Ländern kritisiert wird. Er berichtet, dass es aus dem Umfeld von Bundeskanzlerin Merkel eine Bitte gegeben habe, die Veröffentlichung der Thesenpapiere zu beenden. Wie sagt bei den grünen Bannern noch? Ich sag ich, das sind noch angegriffen. Die hat wahrscheinlich gesagt, bei dem grünen, da wo der Spanner sitzt. Ja, das kann auch sein. Ja.
Mikrobiologin findet brisante Hinweise auf Laborursprung des Coronavirus. Bereits relativ früh gingen Wissenschaftler davon aus, dass SARS-CoV-2 auf natürlichem Wege entstanden ist. Die Mikrobiologin Rosanna Segreto der Universität Innsbruck fand nun Hinweise darauf, dass das Virus womöglich doch aus dem Labor stammt und kritisiert, dass man dies bisher ausschloss. Bisher gingen die meisten Experten davon aus, dass das Coronavirus durch natürliche Selektion entstanden ist. Aber eine Forschergruppe um die Mikrobiologin Rosanna Segreto der Universität Innsbruck fand nun Hinweise darauf, dass es womöglich doch aus dem Labor stammt. Segreto forschte bereits vor der Corona-Krise an der Entstehung von Virusmutationen. Als dann die ersten Fälle von Covid-19 in Wuhan auftraten, sei sie neugierig geworden. Seitdem hat sie Indizien gesammelt, die auf einen Ursprung von SARS-CoV-2 aus dem Labor hindeuten. Die Mikrobiologin wünsche sich, sie hätte diese Zusammenhänge nie gefunden, denn die Suche nach dem Ursprung des Virus sei politisch brisant. Als Wissenschaftlerin möchte sie auch keinen Verschwörungstheoretikern in die Hände spielen, denn der Ursprung des Virus aus dem Labor sei nicht nur eine Verschwörungstheorie, erklärte sie gegenüber der APA. Vieles von ihren Untersuchungen deutet darauf hin, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor kommt.